Gleich geht es los, Leute. Ich stehe auf diese ganze Scheiße. So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 Dirty Swamp. Ja, so langsam gehen wir dem Ende entgegen, würde ich sagen. Was jetzt was uns wird. Also vermute ich einfach mal. Aber wir reden mal mit den letzten Verbliebenen hier. Fremder, wer ist denn das? Holy shit, was ist das für ein krasser Ficker? Aber erstmal Olaf. Hey, Waffenhändler. Solltest du dich nicht auf einen Angriff der Orks vorbereiten? So ein Quatsch. Hältst du mich etwa für einen Schwächling? Mit einem Olaf werden die Orks nicht so leichtfertig. Das kannst du mir glauben. Der gute Olaf. Du verkaufst also weiterhin deine Waffen? Ganz richtig. Wenn jemand eine Waffe braucht, dann in diesen Zeiten. Das wird das Geschäft meines Lebens. Händler müsste man sein. Naja, nicht wirklich. Mit den drei Lappen, die hier im Lager sind. Giran sagte mir, du hättest magische Erzbrocken. Verdammt. Bald weiß es das ganze verdammte Lager. Hast du jetzt welche oder nicht? Aber das wird nicht billig. Verstanden? Zeig mir deine Waffen. So, dann zeig mal. Ach du Scheiße. Naja, gut. Können wir jetzt ein Raumschiff verkaufen, würde ich sagen. Erstmal die ganzen Zweihandwaffen. Dam, 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 dam. Bis auf die Spitzhacke natürlich. Dann die Bögen und Armbrüste. Die wir nicht mehr brauchen. Hier. Pfeile können auch weg. Braucht alles kein Mensch mehr. So, die Bolzen behalten wir natürlich. Die Rüstung war wert. Naja, ein bisschen war. Aber die behalten wir mal, vorsichtshalber. Ein paar Zähne, ein paar Knochen. Das kann alles weg. Haben wir hier noch was? Wertvolles? Nee, haben wir nicht. Bergkristalle, die können weg. Das ist mein Gold. Stängel Sumpfkraut behalten wir lieber mal. Schwefelzange, ja gut. Dann her mit den Erzbrocken jetzt. Haben wir schon mal 6. Perfekt. So, zeig mal deine Waffen. Was hast du denn hier? Okay, nee, du hast hier nur Scheiße. Danke, Olaf, für das Erz. So, angehender Rebell. Hey. Wäre ich doch nur in der Stadt geblieben. Naja, heul doch. So, Kumpel, wer bist du? Hallo, du. Wer bist du? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich dich auch nicht. Musst wohl ein Neuer sein. Wie dem auch sei. Ich bin Brad. Ah, okay, stimmt. Ach, du bist dieser Brad, der Hektors Trupp gewarnt hat. Genau. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch einmal einen Fuß in dieses Lager setze. Aber ein Glück, dass Raymond endlich enttarnt wurde. Ich habe in diesem Punkt leider versagt. Durch deine Aufzeichnungen sind wir Ray schließlich auf die Schliche gekommen. Es hat zwar ein wenig gedauert, aber letzten Endes konnten Giran und ich seine Pläne vereiteln. Bist du dieser Kerl, der sich ganz allein gegen Ray aufgelehnt hat? Ganz schön mutig von dir, Kleiner. Nee, ich bin ja nur Girans Rückendeckung. Zum Glück hatte ich Hilfe. Jeder Mensch braucht Hilfe. Kein Grund, deine Taten kleinzureden. Wo warst du die ganze Zeit über? Naja... Ich wusste für Raymonds Geschmack wohl zu viel. Und ich habe den Fehler begangen, das auch noch rauszuposaunen, ohne mir etwas dabei zu denken. Deshalb also bist du in den Sumpf geflüchtet. Blöderweise hat mich dort ein Auftragskiller von Ray fast zur Strecke gebracht. Also musste ich weiter weg, um mir einen Plan zu überlegen. Ich habe mich durch die große Höhle gekämpft und bin dann einfach immer weiter. Als ich später den Plan gefasst hatte, zurückzukehren, um erst einmal Hector in die Sache einzuweihen,
war der Eingang zur Höhle versperrt. Ein Erdbeben muss den Gang verschüttet haben. Und so konnte ich all die Zeit nichts anderes tun, als zu versuchen, nicht draufzugehen. Klingt echt ätzend. Aber wie kommt's, dass du wieder hier bist? Wie du vielleicht weißt, gab es gestern noch ein Erdbeben. Nicht viel später tauchte dann diese riesige Horde von Orks auf. Ich habe natürlich die Beine in die Hand genommen und bin gerannt. Zu meinem Glück war die Höhle nicht mehr versperrt. Und ich bin Hector praktisch in die Arme gelaufen. Dann haben Hector und sein Trupp ja echt Schwein gehabt. Ohne dich wären sie längst von den Orks zertrampelt worden. Schon. Aber eigentlich habe ich unseren Tod nur um ein paar Tage verschoben. Glaubst du etwa, dass wir hier lebend wieder herauskommen? Es sind einfach zu viele. Diese Armee, sie ist riesig. Wir werden sehen. Übertreib mal nicht. Was ich gesehen habe, da waren irgendwie 10 Orks oder so. Riesige Armee. Was trägst du da für einen Bogen? Den habe ich einem Ork abgenommen. Man kann über diese Biester sagen, was man will. Aber ihr Handwerk verstehen sie meisterhaft. Der Bogen ist nicht zufällig zu verkaufen. Was willst du denn mit dem Ding? Du willst doch nicht etwa... Wenn die Orks angreifen, dann will ich mich zu verteidigen wissen. Und wieso die Biester nicht einfach mit ihren eigenen Waffen schlagen? Naja, ich habe ja noch meine Axt. Die ist mir ohnehin lieber. Aber deine Goldbrocken kannst du behalten. Die nützen mir bald sowieso nichts mehr. Naja, der will Erz haben. Was willst du dann für deinen Bogen? Da gibt es doch dieses magische Erz, das Hector angeschleppt hat. Ich würde mir gerne damit von Justin meine Axt etwas aufpolieren lassen. Wenn du mir 4 Erzbrocken besorgen kannst, yo, dann gehört dieser Bogen dir. Nee, danke. Ich gehe eh nicht auf Bogen. Daher sind mir scheißegal. Ja, noch Corbin. Jetzt Scavenger. Hey, Corbin. Versteck mir ja nicht meine Schafe, hörst du? Okay, ihr habt nichts zu sagen. Dann müssten wir jetzt eigentlich mal bei Hector einbrechen. Das ist eine Bude hier, oder nicht? Machen wir einfach mal rein in die gute Stube. Zu der Truhe, da müssen wir wahrscheinlich. So, jetzt mal über die Schulter gucken. Sieht mich wer? Der Typ da vielleicht. Miau. Als ob. Alter. Zum Kotzen. Na, das kann ich besser. So, da haben wir die Erzbrocken. Perfekt. Ein paar Pfeile. Kann man wieder verkaufen. So, hat keiner gesehen. Brad. Du bist mal ganz still. So, mit den Leuten hier oben haben wir eigentlich alle mit allen geredet, oder? Bei Justin war noch eine Truhe gewesen hier hinten. Ich würde sagen, die machen wir mal auf. Mal schauen, was wir finden, Schönes. Ich frag mich ja, wer oben und wer unten liegt, wa? Von den Beeren. Bloß nicht aufgeben! Ah, noch ein Erzbrocken. Perfekt. Bisschen Gold und Essen. Kann nie schaden, wa? So, dann reden wir mit dem Flitzpiepen hier unten mal. Die Orks draußen sehen nicht gerade freundlich aus.
Mikes? Hätte ich gewusst, was hier los ist, wäre ich vielleicht besser im Tempel geblieben. Du willst deinem Dorf doch nicht etwa deine Kampfkraft verweigern? Naja, du hättest mich zumindest vorwarnen können. Ich rauche erstmal einen Stängel Sumpfkraut, um ein wenig abzuschalten. Ja, das wird eine große Hilfe sein. Was? Erstmal ihn durchziehen. Oh, schöne volle Lunge. So geil. Mal gucken, wer ihn zuerst holt. Der Lungenkrebs oder die Orks? Immer schön weitersammeln. Ja, endlich wieder Frischluft. Dann zeig mal deine Sachen. Heldenspalter. Ah, gut. Den Scheiß brauchen wir nicht. So, Leute. Jetzt gibt's erstmal ein bisschen ASMR. Jetzt, wo Jiran wieder da ist, wird sicher alles gut. Schön. Schöne Rockstar Energy. Eiskalt. Geil. So, Norik. Achso, die hatten wir ja schon. Was hast du mir da eigentlich eingebrockt? Ich bin schon ganz kaputt. Hallo, Jäger. Hier gibt es tatsächlich fähige Bogenschützen. Hätte ich nicht gedacht. Hallo, Jäger. Nicht quatschen. Trainieren. Das Training zahlt sich aus. Diese Biester können was erleben. Hey, Händler, zeig mir deine Ware. Wer joggt denn da lang? Sieht gerade freundlich aus. Dann hey, wo ist denn der Hilm? Oder war es neu gewesen? Nee, Skinny. Hey, Skinny. Trainierst du auch mit? Was denkst du denn? Etwa, dass Händler den ganzen Tag nur auf der faulen Haut liegen? Nun ja. Eine allgemeine Fehlannahme. Kann ich trotzdem noch Waffen bei dir bekommen? Wenn du glaubst, dass du bei mir etwas umsonst kriegst, nur wegen unserer Situation, dann vergiss das lieber gleich. Hab ich doch ja nicht gesagt. Mit genügend Goldbrocken ist das natürlich wieder eine ganz andere Sache. Zeig mir deine Waren. Was hast du denn Schönes? Naja, behalt mal die Sachen. Dann müssen wir zumindest kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir sie mit unseren Pfeilen... Hey, Tahatan! Irgendwas Neues? Außer den Orks vor der Tür? Nee, alles beim Alten. Wenn du irgendwas brauchst, dann frag mich einfach. Was hast du anzubieten? Ich habe mir, glaube ich, schon die beste Waffe jetzt hier für Einhand. Die Orks draußen sehen nicht gerade freundlich aus. Die Bienen hatten wir schon. Keil. Kannst du mir noch mehr mit der Armbrust zeigen? Wie gesagt, ich helfe, wo ich kann. Wenn du die Grundlagen schon beherrschst, kann ich dir auch noch weitere Tricks zeigen. Danke. Ich werde darauf zurückkommen. Auch wenn ich es nicht gern tue... Ein paar Goldbrocken wären schon ganz gut als Gegenleistung. Mein letzter Sold war nicht gerade besonders hoch. Wahrscheinlich, weil wir keine Möglichkeit mehr haben, zur Außenwelt zu gelangen. Ich hoffe, das ändert sich bald wieder. Was ist nur aus der guten alten Zeit geworden? Tja, hättest du dich mal nicht den Rebellen angeschlossen, wa? Die Orks draußen sehen nicht gerade freundlich aus. So, Jakal... Dann müssen hey, wir zumindest Oberster aller Langfinger. Schlechtes Gewissen haben, wenn wir sie mit unseren Pfeilen spicken. Verschwunden Leute. Ja, sind wir schon durch, oder? Ja, das Gasthaus noch. Den Orks machen wir die Hölle heiß. Da ist eine Truhe. Die könnte ich mal versuchen zu plündern. Der hat vielleicht auch ein paar Sachen. Miau. Dann müssen wir zumindest kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir sie mit unserem... Ey, die gibt's nicht. Ach,
Das kann ich besser. Oh, der Typ kommt nicht gleich. Na, zum Glück ist der Dietrich noch da. Ach, scheiße, was mache ich? Alter. Und was haben wir hier? Geschicklichkeitsbonus. So, danke dafür. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Jagd mal so vermissen würde. Okay, hier ist nichts weiter. Dann schauen wir hier draußen. Ein Gasthaus vorbei. Versteckt sich vielleicht wer? Von den Bogenschützen oder so? Nee. Aber die Umstände hatte ich mir anders vorgestellt. So, dann gehen wir mal hier rein. Bloß nicht schlapp machen. Alle am Trainieren. So lob ich mir das. Ahoi, Schnapsbrenner. Ich suche etwas Härteres. Patty meinte, du könntest mir da helfen. Das Zeug, was Horst verkauft, ist dir also nicht stark genug? Also entweder bist du leichtsinnig oder du hast einen an der Waffe. Hast du jetzt was oder nicht? Na, mir soll's gleich sein. Wenn du eine Herausforderung für deine Leber suchst, dann habe ich ein paar interessante Mixturen für dich. Allerdings solltest du auch das nötige Kleingeld dabei haben. Hört sich gut an. Was ist los bei euch? Der Rum ist alle. Das ist los. Dann verzichtet ihr eben eine Weile auf euren Rum. So schwer kann das doch nicht sein. Das Kämpfen fällt euch sowieso leichter, wenn ihr nicht jeden Ork doppelt seht. Hast du sie nicht mehr alle? Verzichten? Am besten trinken wir noch eine heiße Milch mit Honig. Mir wird kotzübel. Eine heiße Schokolade. Viel besser. Ah, da bist du ja. Der gute Günther. Ich habe schon darauf gewartet, dass du hierher kommst. Ah, ja? Ich wollte mich dafür revanchieren, dass du mir damals in der Mine geholfen hast. Hier, hast du einen magischen Erzbrocken, den ich von Hector für meinen Einsatz bekommen habe. Ehrenmann. Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen. Klar, kann ich immer. Mir wird schon was einfallen. Danke dir. So, Jones. Hey, du hast Gesellschaft. Irgendwie leckte gerade ein bisschen. Ich hab ganz vergessen, wie schrecklich sich nüchtern sein anfühlt. Mach, dass es aufhört. Also die Gespräche meine ich jetzt. Die gehen nicht automatisch weiter. Wir speichern mal ab, vorsichtshalber. Und wir laden mal. Das hat mir bei Dark Saga und bei Returning auch oft geholfen. Doch immer andere Ladebilder, oder? Mit jedem Akt. Hier fällt mir. Hey, alter Haudegen. Ich trinke Rum vor dem Training und nach dem Training. Ohne Rum kein Training. Hey, alter Mann. Ei, so sagt man hier doch, oder? Okay. Hey, Kamerad. Der Beinig. Das ist ein bisschen stuck jetzt hier. Du hast deine Rüstung abgelegt? Naja, Ray ist jetzt dank dir Geschichte. Und um ein Zeichen zu setzen, habe ich meine alte Piratenkluft wieder rausgekramt. Entschuldige nochmal, dass ich dir den Weg versperrt habe, als du in den Tempel wolltest. Aber woher sollte ich denn wissen, was für ein abgekartetes Spiel dieser Typ treibt? Schon gut. Das ist jetzt vorbei. Danke, Mann. Ab jetzt werde ich nicht mehr an dir zweifeln. Okay, Horst, Tänzen, Schweiger hat ihn schon sagen, der will nur sein Rum. Ich
darf Was ist denn hier los? Hier sieht es irgendwie stuck, kann das sein? Steck die Waffe weg. Das will dir der Horst auch geraten haben. So, jetzt. Was hast du da für eine Rüstung an? Das ist meine alte Rüstung von der Miliz. Die hab ich die ganze Zeit aufgehoben. Denn ich dachte mir, Horst, alter Junge, die wird dir bestimmt nochmal von Nutzen sein. Tja, damit siehst du fast seriös aus. Du trainierst jetzt die Leute? Ich versuch's zumindest. Eigentlich ist Johnny der bessere Mann dafür, aber der muss sich ja unbedingt in der Arena beweisen. Muss die Midlife-Crisis sein. Gibt es Probleme? Und ob. Diese drei Trunkenbolde da hinten haben ein ernsthaftes Alkoholproblem. Ohne Rum sind die zu nichts zu gebrauchen. Und der Rum ist nun mal alle. Da kann man nichts machen. Nehmen wir an, ich beschaffe euch neuen Rum. Und wo soll diese sagenumwobene Quelle des Rums deiner Meinung nach fließen? Wir sind neuerdings nicht nur im Sumpf gefangen, nicht mal aus unserem eigenen Lager kommen wir raus. Wer hat denn gesagt, dass ich dafür aus dem Lager muss? Du meinst, es könnte noch Rum im Lager zu finden sein? Möglich ist das schon. Wenn du welchen auftreiben kannst, dann wäre uns auf jeden Fall geholfen. Kann ja nicht angehen, dass unsere ganze Mannschaft in so einer Situation auf dem Trockenen sitzt. Wenn das so weitergeht, dann kommt es noch zur Meuterei, bevor die Orks überhaupt einen Fuß hier reingesetzt haben. Ja gut, die Frage Dafür ist... Dafür brauche ich den Schlüssel. Den habe ich doch. Hier oben auch wieder versteckt. Hier ist noch eine Truhe. Naja, ein bisschen Gold. Hey, warte mal. Meinst du mich? Wen denn sonst? Komm mal kurz mit. Suchst du Ärger, mein Freund? Ich hau dich aus den Latschen. So, da sind wir. Du hast mich zu Quentin geschleppt? So sieht's aus. Er will was von dir. Und was will er von mir? Das kann er dir am besten selber sagen. Wir sehen uns. Aha. Und wo stand er vorhin, als ich hier vorbeigelatscht bin? Da steckst du also. Hast einen ganz schönen Wirbel gemacht im Lager. Es herrscht das reinste Chaos. Das war unvermeidlich. Ray hat mir keine Wahl gelassen. Hey, du verstehst da was falsch. Du brauchst dich dafür nicht zu entschuldigen. Kommt uns als Gilde doch ganz gelegen, oder nicht? Und worum geht es jetzt? Ist ja schon gut. Also, die Sache ist die. Den Piraten ist der Rum ausgegangen. Und ohne den wollen sie nicht mehr trainieren. So viel habe ich auch schon erfahren. Und was ist daran jetzt so spannend, dass du mich hierher zitierst? Du bist heute wirklich ein ungeduldiger Zeitgenosse. Also gut. Wir vier sind ab jetzt unentdeckten Rumvorräten auf der Spur. Oh Mann, bist du etwa unter die Gutmenschen gegangen? Wo denkst du hin? Natürlich nicht. Was hat denn die Diebesgilde davon, wenn die Piraten ihren Rum bekommen? Natürlich wollen wir das Ganze hier irgendwie überleben. Und wenn nicht alle kampfbereit sind, schmälert das unsere Chancen, da heil rauszukommen. Dann war's das mit der Diebesgilde. Aber das ist noch nicht alles, oder? Naja, Rocco meint, dass Hanson für den Rum ganz schön was springen lässt. Daher weht also der Wind. Ach, jetzt tu nicht so, als wäre das so ein verwerflicher Gedanke. Immerhin geben wir den Piraten, was sie wollen und sorgen dafür, dass sie wieder die Waffen schwingen. Na, kommen wir nochmal auf den Rum zu sprechen. Sicher. Jeder von uns hat bereits eine Spur aufgenommen, was das angeht. Allerdings kommen wir an einigen Stellen nicht weiter. Und da kommst du ins Spiel. Na klar, ich... Wer auch sonst? Du verstehst dich doch mit den meisten Leuten hier im Lager ganz gut.
Bei dir fällt es nicht so auf, wenn du mal ein paar komische Fragen stellst. Das tust du doch sowieso den ganzen Tag, oder? Ja, wie stimmt. Bitte? Na, du rennst doch Tag ein, Tag aus von einem nervigen Auftrag zum nächsten. Denk ja nicht, dass mir das Spaß macht. Aber ist das so auffällig? Mach dir nichts draus. Ich bin eben ein Meister der Beobachtung. Also, was ist jetzt? Bist du dabei? Klar. Was bekomme ich dafür? Du kommst schnell zur Sache, was? Ein Viertel von dem, was Hanson für den Rumspringen lässt, kannst du behalten. Deal? Abgemacht. Okay, wäre das geklärt. Wo finde ich euch, wenn ich etwas herausgefunden habe? Ich werde erst einmal hierbleiben, bevor mich Jakal noch zum Training zwingt. Dafür habe ich gerade echt keinen Nerv mehr. Rocco glaubt, in der Mine fündig werden zu können. Und Horst? Der glaubt den Freibeutern kein Wort. Wollte prüfen, ob wirklich der ganze Rum weg ist. Erzähl mir von deiner Spur. Na dann pass mal auf. Während du dich bei den Eingeborenen mit deren Frauen vergnügt hast, war ich natürlich nicht ganz untätig. Wenn es nur so wäre. Jetzt hör mal. Unterbrich mich nicht, sonst verliere ich noch den roten Faden. Also, wo war ich? Ach ja, genau. Als ich vor das Lager versetzt wurde, habe ich mich mit Georg angefreundet. Der hat es nicht mehr rechtzeitig zurück ins Lager geschafft. Im Gegensatz zu mir. Zu unserem Glück. Scheint so, als hätten wir unterschiedliche Definitionen von angefreundet. Das ist doch gar nicht der Punkt. Jetzt lass mich erstmal weitererzählen. Du machst es mir echt nicht leicht. Also, Georg, genau. Georg muss ein Geheimversteck im Lager gehabt haben. Wie kommst du darauf? Der Kerl hat zwar draußen einen auf Unterhändler gemacht, hatte aber nie viel von dem Zeug draußen liegen, was er verkauft hat. Und du willst rausgefunden haben, wo dieses Versteck ist? Naja, so einfach ist das nicht. Fragen kann ich ihn ja jetzt nicht mehr. Also hast du absolut keine Ahnung. Das war ja mal wieder klar. Immer langsam. Ich bin zwar nicht ganz sicher, aber ich habe da schon so eine Idee. Dann lass mal deine Idee hören. Dir ist ja bekannt, dass ich ein ganz passabler Dieb bin. Deshalb kenne ich dieses Lager wie meine Westentasche. Ist ja auch nicht besonders groß. Jedenfalls erkenne ich ein Geheimversteck, wenn ich eines sehe. Und was bedeutet das jetzt? Die meisten Orte fallen damit weg und nur wenige bleiben übrig. Da wäre zum einen die Taverne. Dort schaut sich Horst aber schon um. Also schließen wir das gleich mal aus. Wenn Georg wirklich so dumm gewesen wäre, sein Zeug bei diesen Säufern zu bunkern, dann wäre davon ohnehin nicht mehr viel übrig. Dann wäre da noch die Mine. Da aber Rocco dort auf einer Spur ist, fällt die auch weg. Bleibt nur noch die Schmiede. Die Schmiede? Wie sollte Georg... Ich habe wirklich keine Ahnung. Sonst bräuchte ich deine Hilfe nicht. Fakt ist, dass Georg in der Vergangenheit öfter mal dort war, um Justin neuen Rohstahl zu liefern. Das ist zwar weggefallen, seit wir vom Schicksal in diesem Sumpf eingepfercht wurden, aber das hat ihn nicht daran gehindert, dort ab und zu aufzutauchen. Das klingt wirklich verdächtig. Meinst du, dass Justin mit ihm unter einer Decke steckt? Also, steckte? Woher soll ich das denn wissen? Denkst du, ich habe ihn danach gefragt? Das wäre ja sowas von unverdächtig. Nee, die Fragerei überlasse ich dir. Aber ich habe da vielleicht noch eine Information, die dir dabei weiterhilft. Naja, klar. Bei der Schmiede ist ja ein Geheimversteck. Weil ich habe ja mit der Mod da Loot gesehen, wo ich nicht rankomme. All die ganze Zeit. Na dann immer raus mit der Sprache. Justin ist mit Georg Horst und noch einem Banditen zusammen in das Lager gekommen. Da hatten wir es gerade erst gegründet. Haben damals noch bei der Miliz gearbeitet. Das war ihnen dann wohl zu brav. Das heißt, dass Georg gar nicht immer Bandit war? Genau. Der hat sich erst später unseren Reihen angeschlossen. Ich weiß auch gar nicht, ob die vier sich überhaupt gut verstanden haben. Aber so unwahrscheinlich ist das ja nicht. Immerhin haben die vier zusammen nach dem Lager gesucht. Das schweißt doch sicher zusammen. Dann werde ich Horst mal auf die Sache ansprechen. Vielleicht weiß er ja was. Zieh Horst bloß nicht damit rein, hörst du? Wer weiß, ob der uns dann nicht bei Justin verpfeift. Du hast Horst nichts von deiner Spur erzählt? Wieso sollte ich? Muss doch nicht jedem meine Pläne auf die Nase binden. Außerdem könnte uns das sonst die Tour vermasseln. Hauptsache, wir kriegen den Rum zusammen. Ich soll das machen. Wer denn sonst? Ich ganz sicher nicht. Viel zu verdächtig. Justin hat mich vor ein paar Tagen schon dabei erwischt, wie ich in seiner Schmiede herumgeschnüffelt habe. Außerdem hast du im Gegensatz zu mir einen guten Grund, dich mit ihm zu unterhalten. Habe ich das, ja? Jetzt stell dich nicht so an. Sag ihm, dass du eine neue Waffe brauchst oder sowas in der Art. Und dann fragst du ihn ganz nebenbei, ob er ein geheimes Rumversteck in seiner Schmiede hat. Ja. Das nennst du also unverdächtig. War doch nur ein Beispiel. Muss ich dir wirklich alles vorkauen?
Hast du denn gar nichts gefunden während deiner Schnüffelei? Absolut nichts. Aber ich bin mir sicher, dass Georg dort irgendwo sein Versteck haben muss. Vielleicht ein versteckter Raum. Ein geheimer Keller, so etwas in der Art. Du wirst sein. Du weißt schon, was sich in diesen Ruinen noch alles so verbirgt. Und wenn Justin nichts darüber weiß? Lass mich mal überlegen. Da war noch einer, der regelmäßig mit Georg rumhing. Stimmt, Tim hieß er. Der ist mir mit seiner Laute jeden Abend tierisch auf den Sack gegangen. Den kannst du natürlich auch mal fragen, wenn du ihn findest. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Ob er es überhaupt lebend zurück ins Lager geschafft hat? Jakal will, dass du mit den anderen Fernkämpfern trainierst. Sagte ich nicht, dass ich dafür gerade überhaupt keinen Nerv habe? Gehst du zum Training, wenn die Rumsache geklärt ist? Lass uns das Ding erst einmal durchziehen, okay? Dann sehen wir weiter. Gut. Dann klären wir mal die Sache. Ich würde sagen, wir reden mal noch mit Horst und mit Rocco. Vielleicht haben die noch nähere Informationen für mich. Und top. Wir speichern. Hey, Horst! Du suchst also rum? Bei Piraten in einer Taverne. Ah, gar nicht so dumm. Nicht wahr? Ich kenne diesen Haufen jetzt schon lange genug, um dir zu sagen, dass die uns verkackeiern. Na, dann schieß mal los. Weißt du schon etwas Genaueres? Die verarschen uns, das sag ich dir. Irgendwer von denen hat bestimmt noch Rum herumstehen. Das sagtest du gerade. Veräppeln wollen die uns. Wirst du wohl still sein? Soll ja nicht jeder mitkriegen, was wir vorhaben. Also hast du noch nicht mit deiner Suche begonnen. Du siehst doch, dass wir in der Taverne stehen. Ist mir nicht entgangen. Siehst du, ich bin mittendrin. Der Kloppi, Alter. Auf. Also, was schlägst du vor? Ich hab mir da schon einen Plan ausgedacht. Aha, ich höre. Der Horst wird sich jetzt jeden hier genau anschauen und beobachten, ob etwas Auffälliges passiert. Und währenddessen kannst du dich einfach in der Taverne nach verstecktem Rum umschauen. Ist das nicht ein brillanter Plan? Das heißt, ich suche nach dem Rum und du... Ich beobachte. Das gehört nämlich dazu. Bin sozusagen deine Rückendeckung. Na prima. Gut, nicht? Meinst du nicht, dass du mit dieser Rüstung ein wenig, naja, auffällig bist? Wieso? Ach, schon gut, nur so ein Gedanke. Dann schaue ich mich mal um und verlasse mich auf deine Rückendeckung. Ja, mach das. Ich sehe, du hast den Plan verstanden. Und wenn du den Rum gefunden hast, dann werden wir reich. Still jetzt. Die Leute gucken schon. Du bist mir ein schöner Dieb. Mit diesem Kerl herumzuhängen, ist wie ein Wettlauf durchs Minenfeld. Na, zum Glück gibt es hier nur eine Goldmine. Die Tür da vorne ist abgeschlossen. Hast du eine Idee, wie ich an den Schlüssel komme? Na, das ist einfach. Patty gehört die Taverne, also hat Patty auch den Schlüssel. Aber du hast noch nie was vom Taschendiebstahl gehört, hab ich recht? Ich habe mich bisher auf andere Dinge konzentriert. Ich glaube, ich bin zu ungeschickt für diese Schlüsselsache. Kannst du das mit dem Schlüssel übernehmen? Keine Sorge, komm morgen wieder, dann habe ich den Schlüssel. Gut, dann mach ich mal ein Nickerchen, würde ich sagen. Neuer Tag, neues Glück. Oder so. So, Paddy.
Ich hoffe, Horst hat sich schon den Schlüssel geklaut. Hast du den Schlüssel schon? Hier, schau mal, der Schlüssel. Geht das auch etwas leiser? Hier, schau mal, der Schlüssel. Du kannst mir 100 Goldbrocken geben, dann bekommst du auch den Schlüssel. Was soll die Scheiße denn jetzt? Wir arbeiten zusammen. Du hast mir aber bisher noch gar nicht geholfen. Wenn wir das Gold später teilen, dann verdient Horst auf jeden Fall mehr als du. Du bist echt eine Plage. Hier hast du das Gold. Und jetzt der Schlüssel. Hier hast du ihn. Jetzt bin ich gespannt, was du hinter der Tür findest. Ja, ja. Wahrscheinlich gar nichts. So, einmal speichern bitte. Hallihallo. Rum. Na, so ein Zufall. Na, sieh mal einer an. Na, Patty. Das ist schon das zweite Mal, dass ich dich hier unerlaubterweise vorfinde. Was hast du hier zu suchen? Wieso ist die Tür überhaupt abgeschlossen? Damit Leute wie du nicht einfach hier hereinplatzen. Und jetzt beantworte meine Frage. Also ich wollte mich nur mal umschauen. Was soll das denn für eine Antwort sein? Wenn du nicht sofort mit der Sprache herausrückst, dann setzt es was. Bruder, ich kritte dich weg. Gib es zu. Du hältst rum vor den anderen Piraten versteckt. Psst, nicht so laut. Du hast mich also drangekriegt, was? Und was willst du jetzt machen? Wieso gibst du deinen Leuten nicht einfach ihren Rum? Bist du verrückt? Willst du etwa, dass die Hälfte der Mannschaft betrunken in der Ecke liegt, während die Orks das Lager stürmen? Ohne mich. Ich bin hier die Vernunft. Was meinst du, wird passieren, wenn deine Mannschaft herausbekommt, dass du Rum vor ihr versteckst? Ja, das wäre suboptimal. Pass auf, ich mache dir einen Vorschlag. Du überlässt mir den Rum und ich halte meine Klappe. Scheint, als ließest du mir keine Wahl. Ach, was soll's. Zur Hölle mit dem Rum. Wir gehen so oder so bald alle drauf. Und du erzählst niemandem etwas davon. Hast du verstanden? Wovon? Die haben ja alle Probleme, Alter. Kann ich die Sachen hier eigentlich klauen? Ja, interessiert niemanden. Dann nehmen wir das alles mit. Ich habe tatsächlich rumgefunden. Das habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Diese Halunken. Ja, das hatten wir schon. Und wer war es jetzt? Das verrate ich dir nicht. Na, was soll's. Hauptsache, wir haben den Rum. Dann ist mein Job wohl erledigt, was? Schade eigentlich. Das hat gerade angefangen, Spaß zu machen. Quentin hat gesagt, bis wir den ganzen Rum zusammen haben, sollen wir den zu ihm bringen. Ja, ja, da entspann dich mal. Wir gehen jetzt mal zu Rocco und die Mine. Vielleicht hat er Mist die erfunden. Dann müssen wir zumindest kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir sie mit unseren... Oh nein, wir haben Säcke. Neue Erkenntnisse. Aha, na dann mal raus damit. Drakosch hatte eine Vision, in der er ein Portal gesehen hat. Wir glauben, dass es Adanos Wille ist, dieses Portal mit Hilfe der Fokussteine zu öffnen. Ich habe eine Ablösung für Varak organisiert. Du glaubst gar nicht, was solche Aufgaben für einen Rattenschwanz hinter sich herziehen. So langsam erkenne ich da ein Muster. Gut, das sollte uns mehr Zeit verschaffen. Ist wahrscheinlich besser, dass du nicht auf meine Kommentare eingehst. Es ist ja nicht so, als ob ich mir da echt Mühe geben würde, witzig zu sein. Bruder, was der eigentlich derzeit schwafelt. Ich muss sagen, aber nee, das mache ich bei meinem Fazit. Was hat es mit diesem Portal auf sich? Das wissen wir nicht.
Und wohin soll dieses Portal führen? Das wissen wir auch nicht. Das ist ja mal was ganz Neues. Uns bleibt keine Wahl. Varrak glaubt, dass die Orks hinter dem Amulett her sind. Und solange dieses Amulett mit dir verschmolzen ist... Bin ich eine Gefahr für euch? Leider ist es so, wie du sagst. Ich sehe keine andere Möglichkeit, wie wir aus dieser Sache wieder herauskommen. Ich glaube, dass Adanos einen Plan mit dir verfolgt. Auch wenn ich dir nicht sagen kann, was passieren wird. Nehmen wir einmal an, ihr öffnet dieses Portal. Und dann? Deine Aufgabe ist es, durch dieses Portal zu gehen. Egal, wohin es dich führt. Das ist doch Wahnsinn. Ich könnte sonst wo landen. Darin bist du doch mittlerweile ziemlich erprobt. Wie oft bist du schon auf den Teleporter gestiegen, um die Fragmente des Amuletts zu finden? Und was hat es uns gebracht? Gar nichts. Ich kann dir auch nicht erklären, wieso uns das alles widerfährt. Drakosch würde jetzt sagen, dass es eine Prüfung ist, die wir zu bestehen haben. Was ist, wenn ich's nicht schaffe? Du bist jetzt der Besitzer des Amuletts Adanos. Wenn du Hilfe brauchst, dann wird Adanos dir zur Seite stehen. Immerhin ist es sein Ziel, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Da hast du auch wieder recht. Was ist mit der Barriere? Die Fokusse sind das Einzige, was sie aufrechterhält. Das stimmt. Doch war das Portal nicht das Einzige, was durch Drakoschs Visionen offenbart wurde? Richtig. Er hat etwas davon gefaselt, dass ich die Orks zurückdränge. Und auf dieser Grundlage haben wir einen Plan entwickelt, wie wir das Portal trotzdem öffnen können. Wie sieht dieser Plan aus? Da wir nicht wissen, was dich auf der anderen Seite des Portals erwartet, wirst du dich gut ausrüsten müssen. Deine derzeitige Ausrüstung ist zwar nicht schlecht, aber wir sollten kein Risiko eingehen. Nutze die Zeit, die dir noch bleibt, um an eine bessere Rüstung und eine bessere Waffe zu kommen. Das klingt ja echt ermutigend. Und weiter? Da wir die Fokussteine benötigen, wird die Barriere in sich zusammenfallen, sobald wir mit dem Portal beginnen. Während dieser Zeit muss dafür gesorgt werden, dass die Orks unter keinen Umständen in das Lager eindringen. Die Vision legt nahe, dass du derjenige bist, der die Orks in Schach hält. Ich soll das echt machen? Aber ich soll doch durch das Portal gehen. Keine Sorge, wir werden dich holen, sobald das Portal geöffnet ist. Ich soll also alleine die Orks zurückdrängen? Na wunderbar. Dann brauche ich das Amulett ja bald nicht mehr, um von Angesicht zu Angesicht mit Adanos zu sprechen. In der Vision warst du nicht alleine. Doch kann ich dir auch nicht sagen, wer dir helfen wird. Absehbar ist zumindest, dass dir nicht jeder folgen wird. Die meisten würden uns nicht glauben, wenn wir die gesamte Geschichte um Adanos erzählen. Also musst du Gefährten auswählen, die dir so sehr vertrauen, dass ihnen deine Beweggründe egal sind. Naja, oder welche, die verrückt genug sind, auch ohne guten Grund in den Kampf zu ziehen. Mein Rivale. Du hast wirklich vor, die Barriere aufzuheben? Nun ja. Ich hoffe, dass wir die Barriere wieder aufrichten können, sobald du durch das Portal gegangen bist. Sobald die Orks merken, dass sie das Amulett in diesem Lager nicht mehr finden werden, ziehen sie hoffentlich wieder ab. Aber uns bleiben nicht viele Optionen. Und das ist die beste, die wir haben. Und keine Sorge, das machen wir erst, wenn wir alle gut vorbereitet sind. Alter, der quatscht mich in Inatus voll hier, Alter. Wie willst du den anderen erklären, dass wir die Barriere aufheben müssen? Lass das mal meine Sorge sein. Deine Aufgabe ist es, dich vorzubereiten und das Ausfallkommando zu organisieren. Wenn's weiter nichts ist. Du hast die Schwarzmagier im Alleingang besiegt. Also wirst du das hier auch noch schaffen. Und jetzt verlier bitte keine weitere Zeit mehr, bevor doch noch etwas schief läuft. Ja, du quatsch dein Inatur hier, Kollege. So, wir gehen jetzt zu Rocco. Da ist er schon. Hast du deinen alten Posten so sehr vermisst? Ganz ehrlich, war eine todlangweilige Zeit hier oben. Aber du weißt doch sicher von Quentin, dass ich einer Spur nachgehe. Hat er erwähnt. Was fragst du dann so blöd?
Erzähl mir von deiner Spur. Gut. Erinnerst du dich an den Gardisten Brunto? Ja. Der hat das Lager da unten bewacht. Kann mich an ihn erinnern. Alles klar. Jedenfalls gab es da so ein Gerücht. Erzähl weiter. Angeblich ist er nach seiner Schicht regelmäßig länger in der Mine geblieben. Jemand soll ihn dabei gesehen haben, wie er sich alleine die Kante gab. Ist das denn so besonders? Das scheint dir doch üblich zu sein. Schau dir doch nur mal Johnny an. Naja, Vorbild sein geht anders. Gerade wenn du dich mit Neuen rumschlagen musst. Sonst hast du ruckzuck ihren Respekt verloren und dann war's das mit deiner Autorität. Ha! Aber wenn du mich fragst, wollte er einfach seinen Schnaps nicht mit denen teilen. Und aus diesem Grund wird er ihn so versteckt haben, dass man ihn nicht so leicht findet. Und du meinst? Wenn ich richtig liege, dann hat er seinen Rum irgendwo in der Mine versteckt. Und zwar an einem Ort, an den nicht jeder Zutritt hat. Und wieso glaubst du, dass Brunto ausgerechnet Rum getrunken hat? Das kann doch jeder Schnaps gewesen sein. Da wir im Lager nur einen einzigen Schnapsbrenner haben und dieser rein zufällig Pirat ist, was meinst du? Und weiter? Nichts weiter. Das war's. Mehr hab ich noch nicht. Ich würde vorschlagen, wir gehen gemeinsam in die Mine und sehen uns dort mal gründlich um. Auf geht's. Gut. Kann man eigentlich gar nicht ernst nehmen. Wir sind hier auf Rumsuche für irgendwelche Piraten, die saufen wollen und draußen steht die ganze Armee Orks. Was ist das eigentlich? So, da wären wir. Und jetzt? Schauen wir uns erstmal um. Wenn du etwas entdeckst, dann sag mir Bescheid. Und wo soll ich suchen? Wie gesagt, es muss ein Ort sein, zu dem nicht jeder Zugang hatte. Schau dich einfach mal um. So groß ist unsere Mine nun auch wieder nicht. Naja gut, was hat man da? Ein Pilz? Ein Dunkelpilz? Na, eigentlich hier drinnen, oder? Hat er doch bewacht hier, habt die Scheiße hier. Da ist eine Kiste. Stand die immer schon hier? Abgeschlossen. Das muss dann wohl Bruntos Kiste sein. Das sollte ich sofort Rocco mitteilen. Ja. Ich bin ein perfekter Privatdetektiv, Leute. Ihr könnt Sherlock Holmes Konkurrenz machen. Sag ich so, wie es ist. Hey, Kamerad. Ich habe eine Kiste hinter dem ganzen Gerümpel gefunden. Die Vorratshöhle. Da hätte ich gleich dran denken sollen. Könnte denn sonst noch jemand etwas darüber wissen? Irgendjemand, der uns einen Hinweis geben könnte? Das glaube ich nicht. Schließlich sind alle durch den Einsturz. Aber halt. Malte! Da hat doch zumindest einer von den Anwärtern überlebt. Hatte ich schon fast vergessen. Vielleicht hat der ja was aufgeschnappt. Und Günther? Frag ihn doch mal. Die Kiste ist verschlossen. Das haben Kisten so an sich. Dafür sind doch Dietriche da. Schon vergessen. Sie lässt sich nur mit einem Schlüssel öffnen. Verdammt. Dann haben wir ein Problem. Da der alte Trunkenbold nicht mehr unter uns weilt, können wir nur hoffen, dass sein Schlüssel hier noch irgendwo herumliegt. Ja, wir müssen Malte oder Günther aufsuchen. Aber Malte habe ich nicht mehr am Lager gesehen. Daher denke ich, Malte ist tot. Dann bleibt bloß noch Günther. Der sitzt in der Taverne. Wie konnte Malte eigentlich sterben? Der war doch so ein scheiß Tier. Holy shit. Den heiligen Tempel A.
Obwohl, wenn ich an meinen Malte zurückdenke, Junge, der könnte doch sich auch den Orks eingeschlossen haben. Der alte Mistkerl. So, Günther. Hey, Günther. Weißt du, was mit dem Gardisten Brunto passiert ist? Brunto? War das nicht unser Aufseher in der Mine? Soweit ich weiß, ist der bei dem Mineneinsturz umgekommen. Vielleicht etwas genauer? Mehr kann ich dir da auch nicht sagen. Ich war zu dem Zeitpunkt einfach nur froh, aus diesem Höllenloch entkommen zu sein. Malte, wo bist du? Du lebst doch noch, oder? Wo hast du dich versteckt? Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Jagd mal so vermissen würde. Ivan, da oben war Lars gewesen. Ist hier hinten irgendwas? Ein Dunkelpilz. Immerhin. Diese Höhle hatte ich schon beinahe vergessen. Vielleicht ist das ja der richtige Ort für Chakals Training. Aber vorher sollte ich mich vergewissern, dass hier alles in rechter Ordnung ist. Ich habe da so ein seltsames Gefühl. Neuer Mindcrawler. Möge mein linkes Ei drauf verwetten. Scheiße, ich hab's verloren. Kacke. Du schon wieder. Was hast du diesmal vor? Sind das etwa... Ganz richtig. Das sind die Überreste deiner ach so fleißigen Freunde. Und mit dieser Armee werde ich diesen elenden Verräter Castecha seine Geringschätzigkeit heimzahlen. Er wird es noch bitter bereuen, dass er mich bei diesen Wilden sitzen gelassen hat. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber ich habe deinen Meister bereits auf dem Gewissen. Was war das? Du willst Castecha besiegt haben, dass ich nicht lache. Nun, du warst ja nicht der Einzige, der etwas gegen ihn hatte. Jedenfalls liegt seine Leiche noch im Tempel, wenn du mir nicht glaubst. Aber, was rede ich da? Dich lässt man ja gar nicht hinein, wie es scheint. Dir wird das Lachen noch vergehen, du Wurm, wenn ich mich schon nicht an Castecha rächen kann. Dann wirst du meine Rache doppelt zu spüren bekommen. Erhebt euch, meine Diener! Ach du Scheiße. Jetzt bist du dran. Holy shit! Lauf, mein Leben! Ach du Scheiße. Ich mal ein bisschen schneller, bitte, Mann. Und jetzt mal Money ausschalten. Ach du Scheiße, machen die Damage. Ach du Scheiße. Nee, hier, Leute, da geh ich später hin. Da geh ich, glaube ich, später hin, wenn ich eine bessere Ausrüstung habe. Das tue ich... ist das jetzt mit der Quest verbunden? Ich weiß es ja nicht.
Wahrscheinlich ist Borunto dabei, oder? Bei den Leichen. Ach du Scheiße. Naja, probier ich's nochmal oder nicht? Hey, Rocco. Könnte dieser verdammte Schlüssel nur sein? Okay, doch, der wird bei dem sein. Was habe ich denn? Für viele Gegner. Eiswelle könnte ich nutzen. Und Untote vernichten. Diese scheiß Giran-Teleporter hier. Du schon wieder. Ja, das hatten wir schon mal alles. Jetzt bist du dran. James schon wieder. Oh, aua. Lauf! Ich bin hier gefangen. Zum Glück sind die alle recht langsam. Und recht dumm. Mann, Manni, geh mir nicht auf den Sack. Da ist Borunto. Ich wusste es. James, leg dich wieder hin. Da haben wir einen Schlüssel. Nur ist Borunto komplett verbuggt. Ah, der Junge legt die da einfach hin. So, wo hat sich der Magier versteckt, beziehungsweise der Lehrling? Ist Dirk? Ist der hier hinten stuck oder was? Jo. Na, schlag doch mal zu jetzt.
Na komm. Ist er Darstag? Christaus. Komm mal mit. Wir gehen hier auf freie Fläche. Alter Kumpel, du schaffst es doch, oder? Macht doch bestimmt gleich noch was, oder? Naja, oder auch nicht. Ich hoffe, dass er diesmal stirbt. Und doch tot bleibt. Jo. Haben wir. Und speichern. Schlüssel haben wir auch gefunden. Perfekt. So, Rocco, gute Nachrichten. Wir haben den Schlüssel. Ich glaube, ich habe Bruntos Schlüssel gefunden. Na, was quatschst du da noch rum? Auf zum Rum! Junge. Ist da Schnaps dabei? Nee, scheiße. Bastardschwert, was soll denn mit der Scheiße? Ein rostiges sogar. Ich habe die Kiste öffnen können. Und? Hatte er wirklich Rum bei sich versteckt? Ja, ein paar Flaschen waren noch nicht angebrochen. Immerhin besser als nichts. Wenn Horst und Quentin auch fündig werden, dann kommt schon einiges zusammen. Danke für deine Hilfe. Ich werde diese stickige Höhle da mal wieder verlassen. Was machst du jetzt? Na, darauf warten, dass du den anderen beiden dabei hilfst, den Rum aufzutreiben. Immerhin kann jede Sekunde die Hölle über uns hereinbrechen. Da sterbe ich lieber mit einem Batzen Gold als ohne. Wenn du das sagst. Du bekommst sowieso nichts. Sind wir jetzt ehrlich. Quentin und ich, wir machen halbe-halbe. Jetzt wie Opfer. Die werden von Ork erschossen. So, jetzt gehen wir zu Justin. Und suchen sein Versteck. Wie geht es dir? Die alten Säcke von Adanos, die sind nur am Quatschen da oben. Anstatt mal was Produktives machen. Darf ich kurz stören? Kannst du mir etwas über Georg erzählen? Über Georg? Tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Aber den haben die Orks erwischt. Das weiß ich schon. Aber da gibt es so eine Sache. Man munkelt, er habe seine Sachen irgendwo im Lager versteckt. Das kann gut sein. Aber wieso kommst du damit zu mir? Ihr beide seid doch zusammen in das Lager gekommen. Das stimmt. Aber seit wir hier im Lager sind, haben wir uns, naja, sagen wir, auseinandergelebt. Ich habe mich aus seinen Geschäften, die er geführt hat, lieber rausgehalten. Das schien mir nicht immer ganz koscher zu sein.
Trotzdem war er öfter mal bei dir in der Schmiede, oder nicht? Das stimmt schon. Immerhin hat er dafür gesorgt, dass ich genügend Rohstahl zur Verfügung hatte. Ist ja nicht so, als hätten wir uns nicht mehr verstanden. Wir hatten nur nicht mehr so viel miteinander zu tun wie früher. Hast du denn eine Idee, wo sein Versteck sein könnte? Warum willst du das überhaupt wissen? Ist vielleicht der falsche Zeitpunkt für sowas, oder nicht? Das Lager hat so wenig Waffen zur Verfügung. Vielleicht hat er noch einige versteckt gehalten, die wir verwenden können. Ha! Zu wenig Waffen, sagst du. Dass ich nicht lache. Wenn einer weiß, wie viele Waffen dem Lager zur Verfügung stehen, dann bin ich das. Ich weiß nicht, was du zu finden hoffst. Aber du solltest dich besser anderen Dingen widmen. Die Piraten haben keinen Rum mehr. Ich soll neuen auftreiben, damit sie wieder trainieren können. Glaubst du wirklich, dass ich dir das abkaufe? Wieso sollte jemand ohne Rum nicht trainieren können? Das ist lächerlich. Aber es sind Piraten. Trainier lieber wie die anderen, damit du gegen die Orks gerüstet bist. Du hast recht. Ich sollte mich anderen Dingen widmen. Ganz meine Rede. Im Augenblick wird jede helfende Hand gebraucht. Nochmal wegen Georg. Was denn noch? Ich dachte, das Thema hätten wir abgehakt. Weder weiß ich, wo er seine Sachen versteckt hat, noch was dich das überhaupt angeht. Und damit ist die Sache für mich geklärt. Verstanden? Verstanden. Oh Mann, oh. So, umstreich Georg sein Versteck. Hey, warte mal. Ja? Ich habe dein Gespräch mit Justin mitbekommen. Du suchst also etwas in diesem Gebäude und kannst es nicht finden? Stimmt. Vielleicht kann ich dir helfen. Moment. Jetzt schau noch einmal. What? Hat der jetzt gemacht? Hier ist ein Schalter. Beziehungsweise eine Kette. Der Mechanismus scheint sich zurückgesetzt zu haben. Der Mechanismus scheint sich zurückgesetzt zu haben. Mhm. Draußen was aufgegangen, oder? Da unten, da liegt halt was. Also hier oben ist nix. Aua. Jetzt hat er sich den Fuß verstaucht. Schöne Scheiße. Hier sind noch mehr Schalter. Aha. Drück den doch mal. Hallo. Okay, hat geklappt. Bestimmt noch ein dritter, oder? Der Mechanismus scheint sich zurückgesetzt zu haben. Okay, dann müssen wir erstmal die anderen suchen. Hier muss noch ein dritter sein. Schauen wir uns mal um. Ach, da ist er ja schon. Jetzt aber.
Ja, ist irgendwas passiert, oder? Hä? Hä? What? Junge, du sollst da hoch. Hör auf zu springen! Ah, ich meine, ja, zu springen. Idiot, Idiot, Idiot. Verstaucht er sich zweite Bein. Scheiße. Ne, da muss ja noch ein Schalter sein, anscheinend. Hier hinten? Nee. Weil da ist ja nichts aufgegangen. Ach, da ist wirklich noch einer. Hui. Nettes Versteck. Bisschen Wein. Und da haben wir ihn rum. Georg, du kleiner Schlingel. Na, das kann ich besser. Na, zum Glück ist der Dietrich noch da. Na, so ein Glück. Ey, oh, die Mod mit den Anzeigen da oben, ey, der will gar komplett verkacken. Ein Erzbrocken, geil. Schwere Milizrüstung, noch geiler. Und die verbessern wir auch direkt, würde ich sagen. Ja. Die ist es. Sexy. Richtig sexy. Hoch da. Na, immer noch bei der Arbeit? So, ich gebe jetzt mal das den Rum ab. Und hopp. Bloß nicht schlapp machen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich habe Georgs Versteck gefunden. Im Ernst? Beachtliche Leistung. Aber ich habe natürlich nie an dir gezweifelt. Schon klar. Na dann zeig mal, wie viel Rum der Halunke für sich zur Seite gelegt hatte. Trinkt er jetzt selber. Das ist alles? Na toll. Da kann ich nur hoffen, dass Horst und Rocco ebenfalls fündig werden. Ja. Sonst reicht das gerade mal für einen von diesen Säufern aus. Ich habe allen Rum beisammen, den ich finden konnte. Na, was suchst du denn noch hier? Geh zu Hanson und lass dir das Gold geben, bevor sie es noch anders überlegen kann. So, dann gehen wir zu Hanson. Der gibt mir jetzt 3 Goldstücke dafür. Wir müssen zumindest kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir sie mit unseren Pfeilen schicken. Moin, moin! Hier hast du deinen Rum. Sag mir gar nicht erst, wie du da dran gekommen bist. Du bist der Held der Stunde. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Ha! Ihr Landratten seid wohl genauso goldgierig wie wir. Hier hast du deine Belohnung. Los, Männer, es gibt neuen Rum! Da kommen sie alle. Direkt ran da, überwältigen sie mit Klauen. So, Alter, lebe ich, oder nicht? Hey, Captain! Yo, ho, ho, und ne Buddel voll Rum.
Naja. So, wir sind ehrlich. Die haben uns ja alle geholfen hier. Komm. Wir sind eine ehrliche Haut. Na, alter Gauner? Ich habe das Gold. Sehr gut. Wie viel hat Hansson springen lassen? 800 Goldbrocken. Ach du heilige Scheiße. Mit so viel habe ich nicht gerechnet. Dann gib dem alten Quentin mal seine 600 Goldbrocken, ja? An Rocco und Horst verteile ich die Brocken dann im Anschluss. Immerhin bin ich das Oberhaupt unserer Gilde. Ja, ja, hier hast du sie. Immer wieder nett, mit dir Geschäfte zu machen. Gehst du jetzt zum Training? Du lässt mir keine Ruhe, was? Ach, was soll's. Ich kann ja mal vorbeischauen. Sehr schön. Haben wir das auch erledigt. Was bleibt denn jetzt noch? Die vermissten Banditen und Fernkampftruppe, oder nicht? Hier gehen wir zu Jakal. Hey, Anführer. Du kannst in der Mine trainieren. In der Goldmine, sagst du? Aber wo? Durch das Beben, das die Mine verschüttet hat, wurde ein Schacht freigelegt. Dort gelangt man zu einer großen Höhle, die viel mehr Raum als dieser Platz bietet. Ich werde mir das mal anschauen. Danke für den Tipp. Kyle, du hältst hier die Stellung. Bin gleich wieder da. Warte mal. Ich dachte, dass ich die Jagd mal so vermissen würde. Wegen der verschwundenen Leute. Quentin kommt jetzt zum Training. Das sind gute Neuigkeiten. Er ist ein wirklich talentierter Schütze. Mit ihm haben wir vielleicht eine Chance, unsere Reihen zu halten. Ich habe Mike zu dir geschickt. Er hat sich schon bei mir blicken lassen. Gut, dass du ihn gefunden hast. Im Moment zählt jeder einzige Mann und sei er noch so faul. Okay, dann haben wir ja fast alles. Dann fehlt bloß noch... Er fehlt Mike, Quentin haben wir. Marek und Tim brauchen wir noch. Wo sind denn die? Tim war der mit der Laute, oder? Und Marek? Ich weiß es nicht. Adanus wird uns zur Seite stehen. Liegt der vielleicht hier draußen irgendwo rum? Kann ich da eigentlich durch? Warte mal, ich probier's mal aus. Nee, kann ich nicht, schade. Ja, okay, geht nicht. Ja gut, dann ist die Frage, wo sind die letzten zwei Typen? Neuer Tag, neues Glück. Na gut, Leute, ich würde auch mal sagen, ich bin erst bei dem Part an der Stelle. Ihr habt euch ja mehr so einstündige Parts gewünscht. Daran versuche ich mich ja ein bisschen zu halten. Dann suchen wir Marek und Tim beim nächsten Mal. Vielleicht kann ich die noch ja nicht finden. Und die kommen erst später irgendwie. War ja bei Quentin jetzt auch so. Wahrscheinlich liegen sogar draußen. Vom Lager. Und wir müssen erstmal die ganzen Orks da draußen killen.
Er findet die Leichen dort. Kann ich mir vorstellen. Hey du! Ich habe vor, die Orks in ihre Schranken zu weisen. Du willst was? Ist das dein Ernst? Bist du dabei? Ja, verdammt! Ich bin dabei! Ich wusste. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis dieser eingeborenen Priester am Tor schlapp macht. Ob wir bis dahin warten oder uns einfach direkt in die Schlacht stürzen, spielt keine Rolle. Du hast mich in der Arena geschlagen. Selbstverständlich werde ich mit dir in die Schlacht ziehen. Ich werde vor der Barriere auf dich warten. Azaru. So heißt er ja. Hey! Endlich kann ich diesen Rebellen ohne Konsequenzen aufs Maul hauen. Ah, ich dachte, er kommt mit. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Muss ich sagen. Ivan? Hey! Langweilig. Nee. Wo ist Malte? Den brauchen wir. Der Bumps da alle. Kambatscha. Was mit dir? Hey, Krieger. Wir stecken in so einer Klemme und ich kann nicht kämpfen. Was machten Sie da eigentlich? Johnny! Hey. Ich trainiere gerade, siehst du das nicht? Tukas? Hey, Tukas! Mach hier keinen Ärger, verstanden? Hat einfach keiner Bock. Hector vielleicht? Nee. Ich will stärker werden. Ich will stärker werden. Gut. Deine Stärke hat zugenommen. Okay. Hoffen wir, dass unsere Schüler diese Last zu tragen müssen. Mach dir nicht zu viel. Mehr fallen mir eigentlich gar nicht so wirklich ein. Wer mitkommen könnte. Quentin vielleicht noch. Als Bogenschütze. No, oder Norik. Nee. Schweig, mit denen habe ich gerade geredet. Oder gehen wir zu zweit? Ich gehe mal gucken. Bei unseren Jägern. Da wird da einer bei sein, der mich unterstützen kann im Fernkampf, oder? Ey, ich wollte gar Schluss machen, aber ich gehe noch schnell gucken. So viel Zeit muss noch schnell sein. Mike, kannst knicken. Adanus wird uns zur Seite stehen. Geiles Training, Jungs. Ich meine, der ist nicht mal hier, Mann. So eine Scheiße. Jakal, auf ein Wort. Was jetzt aus uns wird? Ich hoffe, dass die Barriere von eurem Schaman noch eine Weile hält. Ja, hat irgendwie keiner Bock mit mir zu kämpfen. Was machen wir denn da? Ivan hatten wir schon. Finn vielleicht? Was willst du? Nee.
Du hättest mir ruhig sagen können, dass Quentin die Brocken für sich behalten wollte. Hat er das? War auf lange Sicht keine sehr gute Idee von ihm. Hast du etwa... Ich habe mir meinen Anteil selbst geholt. Da Quentin seinen jetzt nicht mehr braucht, habe ich diesen natürlich auch an mich genommen. Und weil ich so großzügig bin, gebe ich dir 100 Goldbrocken von seinem Anteil ab. Immerhin warst du mir ja auch eine Hilfe. Ja, danke. Geil, ist der tot oder was? Super. Den wollte ich eigentlich mitnehmen. Hi. So sagt man hier doch, oder? Mein Gott, sind die alle dämlich. Tja, Quentin, da ist die Gier. Wie sagt man? Ach, keine Ahnung. Da ist die Gier schlecht bekommen. Na gut, Leute, was machen wir jetzt? Mir fehlen noch ein paar Leute. Hier kann ich nicht nur mit Rick losziehen, oder? Na gut, aber darum kümmern wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.